Assalamu alaikum, ich bin Ali Al-Shawi und bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Ludwigsburg, Deutschland und gehe in die 8. Klasse. Also der Koran hat mir eigentlich recht viel beigebracht und hat mich auch gelehrt. Dazu gehört, was richtig und was falsch ist, was ich essen darf und was ich nicht essen darf, also zusammengefasst, was haram ist und was halal ist. Mir wurden schon seitdem ich klein war Surat beigebracht und erklärt und mir gesagt, was ich sagen oder was ich lesen soll, wenn ich Angst habe, wenn ich schlafen gehe und etc. Also für mich ist der Koran eigentlich eine Anleitung des Lebens, und wenn du diese Anleitung befolgst, hast du dann auch im Leben gewonnen und auch nach dem Tod gewonnen. Befolgt man dies nicht, hat man verloren. Ja, also das ist für mich, was der Koran mir beigebracht hat und mich gelehrt hat. Und ich hoffe, dass auch alle anderen Muslimen und dies befolgen und weiterhin Koran lesen und lernen. Und ja. Der Koran ist nicht nur eine Anleitung, sondern für mich auch ein Buch über die alten Zeiten, der die Geschichten der Propheten, unserer Propheten erzählt und was passiert ist und was passieren wird, erzählt. Und ich hoffe, dass meine muslimischen Freunde und muslimischen Schwestern weiterhin den Koran lesen und verstehen und auch darüber Bescheid wissen. Und ja.